Ja, Herr Seif, Sie haben hier ja gerade sehr weitreichend ausgeführt, was alles Ihre Partei und die Union beabsichtigt. Seit 2016, 15 haben Sie unter Merkel alles unterlassen. Sie haben es unterlassen, die Außengrenzen zu sichern. Sie haben alles, was an vernünftigen Vorschlägen von uns gekommen ist, abgelehnt. Und Sie haben alles abgelehnt und haben uns dafür als Rechtsextreme diffamiert und beschimpft. Und heute erzählen Sie genau das Gleiche hier. Das empfinde ich als eine Unverschämtheit. Und ich will Ihnen noch das eine sagen. Ich will Ihnen noch das eine sagen. Sie reden hier heute von Dingen, die Sie niemals umsetzen werden, weil Sie sich für die nächste Koalition genau aus diesem linken Deutschlandabschafferkreis nur bedienen werden, weil Sie eine Brandmauer gegen rechts errichten und damit eine Mauer zur Sicherung der deutschen Grenzen verhindern.